Hallo, ich bin Shirin aus dem Kinderclub der Jungen Deutschen Oper. Heute treffe ich zwei Harfenistinnen aus dem Orchester der Deutschen Oper. Hallo Mascha. Hallo, freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch sehr. Hallo Virginie. Hallo Shirin. Was braucht man, um gut Harfe zu spielen? Eine Harfenistin braucht starke Finger, gute Koordination, weil wir spielen nicht nur mit den Fingern, sondern auch mit den Füßen. Man braucht Geduld, man braucht viel Üben. Man braucht Technik, man braucht ein Gefühl für Musik, Linien und Farben. Was ist dein Lieblingsstück? Ich habe immer eine große, große Freude mit Tosca von Puccini. Und wenn ich sehe, man wird Ariadne auf Naxos von Strauss spielen, dann freue ich mich ganz besonders. Ich liebe dieses Stück. Wann verwenden Komponisten am liebsten die Harfe? Die Opernkomponisten haben diesen Klang in besonderen Momente auch benutzt. Na, erstens natürlich romantische Momente. Es gibt Komponisten, die wollen eine Idee von Liebe. Die Harfe kommt sehr, sehr oft für ein Bild von Liebe. Die Harfenklang war immer etwas, was mit himmlischem, göttlichem assoziiert wurde. Es war so ein Mittel, mit den Göttern zu sprechen. Es kann auch träumen mit Glissandos, weil es hat so eine richtige... Aber es kommt auch manchmal für Wasser. Über Wasser kommt es sehr oft in Rheingold oder Götterdämmerung. Zwei Opern von Wagner. Was gibt's noch? Feuer? Da gibt es Feuerzauber im Finale von Walküre, das ist auch eine Oper von Wagner. Und in Bohem. Es geht da um im ersten Akt. Es geht um drei arme Studenten, die frieren sich und wollen so einen Ofen anzünden. Mhm. Und da der Komponist Puccini erzählt mit den Klängen von Harfe, von diesen Feuerfunken. Am Ende von der Oper, es gibt schöne Momente, wo alles so Frieden herrscht. Es kommt eine Harmonie, Erlösung und es gibt mehrere Stücke, wo Harfenklang so benutzt wird. Es ist in Maskenball von Verdi, es ist in mehreren Opern von Wagner und es gibt wunderschöne harmonische Stimmung in Viaggio von Rossini. Zum Beispiel in Lucia di Lammermoor, es gibt eine große Solo. Und früher waren zwischen Szenen keine Vorhang. Und der Komponist Donizetti hat sich vorgestellt, okay, dann werde ich Musik komponieren für diese Zwischenszenen. Und da hat er eine große Solo für Harfe geschrieben. Und in diese Stelle kommt Lucia und will auf ihre Liebe, große Liebe, sie wartet auf ihn und ist ein bisschen verwirrt. Und da kommt die Harfe in diese Stelle und spielt diese wunderbare Solo. Romantisch. Sehr romantisch, wie immer mit Harfe.
Harfe hat sehr schöne Klänge erzeugen, aber es gibt auch Momente, wo Harfe wird von den Komponisten ganz anders benutzt. Und in Hänsel und Gretel, es gibt einen Moment, wo der Komponist schreibt einen ganz besonders lauten Akkord für die Harfe. Das ist am Moment, wo Hänsel und Gretel vor den Knusperhäuschen stehen und plötzlich Angst bekommen sollen. So ist es. Ich habe auch gesehen, da sind so eine Art Pedale. Ja. Wofür braucht man die und was bringt das? Es gibt Pedale. Also früher beim Spielen hat man nicht gesehen, weil die Frauen haben riesen Kleider getragen und man hat dann damit die Füße versteckt. Was passiert, wenn man mit den Füßen die Pedale so? Wenn man dreht, es passiert Folgendes, wie ich werde diese rote Seite nehmen, weil man sieht die ganz gut. Und jetzt ist die Seite komplett entspannt, da gibt es keinen Druck. Wenn macht diese Klang. Wenn ich drücke einmal, dann der Klang ändert sich und noch einmal. Und es bewegt alle roten Seiten von der Harfe. Besteht die Harfe, also die hier? Ja, die hat ganz viele Teile, ich glaube mehr als ein Klavier. So, das ist zwischen 1500 und 2000 Stücke mechanisch. Ganz viel, sehr komplex. Das ist aber sehr viel. Sehr viel. Mhm. Mehr als ich gedacht hätte, wenn ich mir so angucke, dann sieht man ja auch nicht, was da drin so alles ist. Eben. Mit den Kabeln oder eben. So. Warum sind die Saiten bunt, zum Beispiel wie bei dieser Harfe rot, weiß, blau? Die sind einfach da, damit wir uns orientieren können. Die sind so gemacht, dass alle Cs sind rot und alle F sind schwarz-blau. Aus welchem Land kommt eigentlich die Harfe? Meine Mutter denkt, dass es aus dem Iran kommt. Ich denke, dass sie vielleicht aus Griechenland kommt. Also die ersten Dokumente über die Urharfe stammen aus Mesopotamien. Da hat man schon die ersten Urharfen gefunden. Überall in der Welt gab es schon dieses Instrument, als es vielleicht eine Bogen war, um für eine Jagd. Für Tiere und man hat einfach geschossen und das hat einen Klang gemacht und dann kam die Idee vielleicht auch mit zwei, drei Saiten kann ich zwei, drei Klänge machen. Aber man sieht Reproduktion von Bildern in Ägypten, gab es schon Harfen mit fünf, sechs, sieben Saiten ungefähr. Eigentlich Harfe hat eigentlich bei jedem Volk existiert. Was ist die Spezialität der Harfe? Was ist das Besondere? Also? Es gibt mehrere Spezialitäten. Also diese sogenannten Glissandis. Es gibt auch für Harfe diese Flageolett. Ein Flageolett, es wird gedrückt in eine spezielle Position und es klingt immer eine Oktave höher. Die Flageolette sind sehr oft benutzt in Musik für Harfe, also geschrieben für die Harfe. Thank you.
stimmt ihr eure Harfe? Braucht man dazu lange? Wir brauchen lang, also länger als alle anderen, weil wir haben auf diesem Instrument 47 Saiten. Man braucht so einen Schlüssel und man muss jede einzelne Saite dann stimmen. Was? Heutzutage benutzt man ein Stimmgerät, das geht viel schneller. Ich würde sagen 10, 15 Minuten. Die Harfe geht nicht im Graben, niemals, ohne diese Tasche. Diese Tasche, was ist das? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ja, das ist da drin nur ganz viele Saiten. Also das und das hilft, wir sind Mechaniker eigentlich. Wenn die reißen, dann es tut weh, kann weh tun. Es gibt Geschichten so von, der ist blind geworden, weil die große Saite ist geplatzt und so. Ich weiß nicht, ob es ist wahr, aber es passiert. Es ist ein bisschen erschreckend, wenn das platzt plötzlich, dann macht es große Geräusche. Und deswegen haben wir das. Und im Orchester, wir müssen immer ganz schnell wechseln, sonst können wir nicht weiterspielen. Also das ist immer der Horrorszenario dann. Welche Gefühle hast du selbst beim Harfenspielen? Ich habe ganz viele Gefühle beim Harfenspielen, je nach meinem Tag. Zum Beispiel, manchmal bin ich komplett aufgeregt und kann stundenlang üben und ich habe so eine Freude. Und manchmal habe ich weniger Lust, mache ich trotzdem und die Lust kommt nach und nach. Weißt du, wenn ich eine Vorstellung am Abend habe, dann freue ich mich im Voraus, weil es ist so, als ob ich einen sehr guten Freunden am Abend wiedersehen werde. Aber allgemein, ich habe große Freude, sehr große Freude. Jede Vorstellung, obwohl wir spielen das vielleicht 50, 70 Mal schon oder 100 Mal, die haben immer Überraschungen am Abend. Das ist immer etwas Neues. Aber meistens habe ich gute Gefühle. Also kannst du dir es jetzt noch vorstellen, ohne Harfe spielen jetzt zu leben? Ich glaube, ich könnte mich vorstellen, weniger vielleicht, weil ich werde auch älter. Aber ohne komplett kann ich nicht. Nein, ich glaube, mein Instrument wird mich immer begleiten und ich werde immer wieder irgendwas spielen. Spielst du noch ein anderes Instrument als die Harfe? Nein, ich stricke. Stricken. Okay.